Hallo. Kennen Sie die? Die landen gerne mal im Briefkasten und besonders in der Weihnachtszeit, aber das sind keine Bettelbriefe. Das, was gerne mal bei Ihnen im Briefkasten landet und so aussieht wie viele andere Briefe auch, sind keine Bettelbriefe, sondern das sind Spendenbriefe und in der Fachsprache des Fundraisings Mailings genannt. Diese Spendenbriefe sind in Deutschland immer noch eins der wichtigsten Fundraising-Instrumente, die von gemeinnützigen Organisationen eingesetzt werden. Ohne Spendenbriefe wäre die gesamte gemeinnützige Arbeit in Deutschland nicht leistbar. Und auch im Jahr 2019 lohnen sich diese Spendenbriefe noch, wenn auch die Gesetzmäßigkeiten sich in den letzten Jahren etwas verändert haben und angepasst haben. Gemeinnützige Organisationen sind darauf angewiesen, über Spenden ihre Projekte und Anliegen zu finanzieren, ob in Deutschland oder in der gesamten Welt. Und dies tun sie mit unterschiedlichen Methoden. Das können Anlassspenden sein, das kann die Stiftungsakquise sein, das kann auch das Erbschaftsfundraising sein, aber es bleibt dabei der persönliche Brief, die persönliche Ansprache eines Projektleiters oder eines Vorstands an eine Spenderin oder eine potenzielle Spenderin, an einen Spender, ist immer noch der direkteste und erfolgreichste Weg. Also, wenn Sie demnächst auch zur Weihnachtszeit oder darüber hinaus wieder diese Briefe im Briefkasten haben, schmeißen Sie sie nicht weg, schauen Sie sich einfach mal an und überlegen Sie, ob das Ihre Motivation steigert, in ein Projekt ja, finanziell zu investieren und Menschen etwas Gutes zu tun. Und ja, es ist tatsächlich so, dass sich diese Briefe rentieren. Das heißt, die Einnahmen, die aus einer Mailing-Aktion heraus entstehen, sind in der Regel höher als die Ausgaben, sodass die Organisationen auch weiter motiviert sind, das Ganze durchzuführen. Wie man ein solches Mailing aufsetzt und wie man damit Erfolg haben kann, da finden Sie Informationen auf fundraisingevangelisch.de.